Hallo und herzlich willkommen zurück zum eigentlich Finale von Fliegende Dreiecke. Also, was übrigens, wo sind wir hier übrigens, wenn wir hier in die Lichtwelt gehen? Seltsamer Zufall, oder? Gut, ist natürlich keiner. Gut, wo wollen wir hingehen? Tja, wir haben nur noch einen Ort, zu dem es interessant ist, hinzugehen. Und zwar oben auf dem Berg. Jetzt ist die Frage, kommen wir vom Brillenfelsen aus an den dunklen Turm? Also an den Turm in der Schattenwelt. Das glaube ich jetzt im Moment nicht, aber wir schauen uns mal schnell an. Steine überall. Ich liebe die schnelle Treppe. Das ist der Wahnsinn. Zack. Ach, das goldene Schwert ist das beste Schwert. Tja. Wie wollen wir von hier aus jetzt hier hochkommen? Gar nicht. Das heißt, wir müssen den langen Weg wieder gehen, dort außen rum. Dann tun wir dieses halt. Was wollen wir schon sonst tun? Wir hätten wohl vom Schildkrötenfelsen aus auch können rüber. Möglicherweise muss ich das auch, wenn ich mir das so anschaue, weil die Brücke ist nicht da. Ha! Aber dann tun wir eben genau dieses, ha? Ach, die Musik. Ich glaube, das wird wohl das letzte Mal sein, dass wir diese tolle Musik hören. Eigentlich echt schade, weil es ist die bestimmendste Musik. Es ist so schön einfach. Fast jede Musik, die wir jetzt inzwischen hören, wird wohl das letzte Mal sein, dass wir sie hören, weil wir so kurz vorm Ende stehen. Was machen meine Vorräte eigentlich ansonsten? Ich habe ein grünes und drei Feen. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Damit kommt man klar. Also, begeben wir uns in die Schattenwelt. Warum habe ich den Stab ausgewählt? Ah, deswegen, weil ich von der Flasche auskomme. Und dann begeben wir uns zum Spaßland, zu Gensturm. Was seid ihr überhaupt? Seltsame, feuerspuckende Löwenmonster-Dinger. Oder? Warum habe ich überhaupt Angst? Mein Schild ist so toll. Seht ihr, so toll ist mein Schild. Oh, danke. Die konnte ich gerade richtig gut gebrauchen. So, ouch. Nun, der gibt mir nichts. Da wäre der Turm und der blinkt verdächtig aggressiv. Wie kommen wir da rein? Wir erinnern uns. Mick, wir werden den Riegel an Gannons Tor mit vereinten Kräften aufbrechen. Dann wollen wir mal hineingehen. Und wollen etwas Spaß haben. Willkommen im letzten Dungeon des Spiels. Und das ist ein Turm. Oh je, ist das so ein Turm. Das ist wohl so das Highlight in Sachen Dungeons. Wem wäre es zu verdenken? Wir gehen erstmal ins Untergeschoss. Denn möglicherweise können wir dort schon direkt... Ach du Scheiße, ist da so viel Action. Da, also guck mal, Kisten, Kisten und Stacheln. Warum kommt der Text? Hier sind einige Bomben, bist du doof? Und hier ist ein Schalter-Hebel-Ding. Und dann passiert nichts, wollte ich schon gerade sagen. Doch, da passiert was. Da brauche ich einen Schlüssel. Da ist... Okay, was zum Draufschieben? Okay, was zum Draufschieben können wir ja beheben. Wir haben da ja... unser ganz persönliches Draufschiebemittel.
die Bodenplatten sehen verdächtig aus. Oje, 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 oje. Puh. Nein! Ah! Oh Gott! Ah! Es hat mich gerade vollkommen kalt erwischt. Die scheiß böse Hand ist da. Nein! Scheiß Hand! Ach. Ihr seht schon, was das Spiel hier jetzt an Action meint, ausfahren zu müssen. Das ist fast unlustig. Ah, komm schon. Ja, ah, geh weg. Ah. Ich habe noch eine interessante Möglichkeit gesehen, um mit diesen Platten auszukommen. Ah. Und zwar mit dem Bumerang. Ey, komm her. Nein, komm her. Ich brauch dich doch gerade. Hand. Schon gewusst, diese Dinger schießen, wenn ich mit dem Schwert zuschlage. Ich kann davor rumrennen, wie ich will, es passiert nichts, aber sobald ich zuhau, dann passiert was. Tja, wo lang will ich jetzt übrigens gehen? Ich könnte jetzt auch links lang, aber ich gehe einfach mal weiter hier lang. Die Mumien haben doch so ewig viel ausgehalten. Hau ab, Scheißding. Unschön. Ich sehe ganz viele Fackeln. Was mir das wohl sagen soll, ha? Oh je, also da müssen wir eine anmachen, da müssen wir eine anmachen. Nein, 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 es hat mich berührt. Warum hat es mich berührt? Jetzt bin ich wieder hier. Ich hasse es. Scheiß Hand, verdammt. Gehen wir mal links runter, einfach so. Scheiß Drecks, verdammte Hand. Oh, hallo. Du bist ein Schlüssel. Dankeschön. Ja, wirf doch mit Knochen nach mir. Ist mir doch egal. Wenn ich jetzt hier nach rechts gehe, toll, dann komme ich in den Raum, wo ich her war. Das heißt, der Schlüssel wäre dann mal richtig böse verschwendet. Also, den benutze ich jetzt hier mal einfach gerade nicht. Hi. Okay, also da sind so Flöcke. Und noch ein Schlüssel, cool. Dann flocke ich mir mal ein. Boinki. Boinki. Und schieb. Und ein Sternenschalter-Ding. Okay. Hier ist wohl Enterhakenzeit, huh? Wir können nach oben oder nach unten. Gehen wir mal nach unten. Ganz vorsichtig, Kamerad. Ganz liebsam. Tja. Keine Karte, kein Plan. Keine Ahnung, wo ich lang soll. Ich würde gerne hier weiter. Ups. Ups. Okay, müssen wir wohl doch hier den Schalter betätigen, hm? Und zack. Jetzt sind wir hier eingeschlossen. War das gut? Ich will es mal hoffen. Warum muss ich in letzter Zeit laufen niesen? Puh. Mahlzeit. Dankeschön. Und noch ein Schlüssel mehr. Ey, jetzt habe ich es zweimal gedrückt. Nein, das sollst du nur einmal. So. Okay. Oha. Ja. Und, naja. Noch geschafft. Aha. Aha. Hier fliegt viel Feuer rum. Wo lang will ich? Ja, toll, nu. Ich sehe einen einzelnen Stein. Das ist immer verdächtig. Schlüssel. Muss man sich merken, das ist immer, immer verdächtig. Oh, geil. Rechts. 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 Nein. Ja, okay. Okay, hier ist wohl eine Sackgasse. Hier bin ich dann hier. Hier käme ich wieder hier rüber. Dann kann ich aber immer noch hier lang.
dann nehme ich jetzt mal den hier. Und dann komme ich an dem raus und kann ich hier lang. Ich glaube, ich bin durch. Nee, ich bin nicht so ganz durch. Also ich bin schon durch, aber ich bin hier noch nicht fertig, sagen wir es so. Hihi. Okay. Danke. Okay, jetzt kann ich hier raus oder ich kann... Ja, nix. Das schreit danach, dass hier wieder alles kaputt geht. Ah, nee. Oder es schreit nach unsichtbaren Wegen. Das wäre die Alternative. Ja, wo lang ist denn wohl der Weg? Ich nehme mal an, hier lang. Schauen wir nach. Okay, doch nicht. Weil da über die Diagonale versuche ich nicht zu laufen. Das ist mir zu gefährlich. Schauen wir uns mal hier um. Ah, ja. Hier lang und da runter. Ja, es kostet jetzt ein bisschen Magie, leider. Da runter so hoch. Oh, shit. Das war nix. Wir werden mehr Magie brauchen. Gut, dass wir einen grünen Trank dabei haben, ne? So, das war hier so runter. Lalala. Also das Spiel macht noch richtig ernst gegen Ende, oder? Also nochmal. Okay, jetzt einfach direkt nach links, rechts und dann runter bis hier. So, hier rechts hoch bis so und dann stehe ich hier. Jetzt kann ich so ein Stück hoch und gleich habe ich es. Hier links bis so, dann kann ich hier zu dem Teil und ich bin da. Wenn man natürlich erstmal hier steht, kann man auch einfaches Licht machen und dann sieht man die Scheißdinger von vornherein. Ich hätte wohl auch können dort oben mit dem Feuerstab stehen, wenn ich drüber nachdenke. Es wäre wohl auch gegangen. Nö, ihr gebt mir Leben, aber ich brauche gerade kein Leben. Magie wäre mir jetzt wichtiger, aber die füllt ihr mir ja leider nicht auf. Warum kriege ich... So, wo lang wollen wir überhaupt? Ganz, ganz viele Dinge zum Aufbomben. Genau, kostet mich meine letzte Magie, die ich noch habe. Zack, jetzt habe ich eh keine mehr. Jetzt ist vorbei. Ich hasse euch. Gut, war wohl nur ein Weg. Dann gehen wir dort mal lang. Oh, hallo, ihr. Die kennen wir doch, die Jungs. Also ich kenne die Jungs noch. Mal schauen, was die von Silberpfeilen halten, huh? Silberpfeile sind saugeil. Findet das noch wer? Ja, komm halt her. Was meinst du, was mein Goldschwert mit dir macht, Kamerad? Zack. Okay, oben lang, links lang, oben lang, links lang. Ich gehe oben lang sieht schöner aus. Ja, oben lang sieht schön aus. Ja, ja, doch. Ah, ja. Das ist gut. Also, das wichtigste Item haben wir. Dann können wir schon mal hier lang. Was sehe ich denn da, was da gar nicht mal so gut versteckt ist? Da sehe ich doch die Umrisse. Kann ich dann nicht? Doch, kann ich. Wunderbär. Okay, jupp, komm her, komm her, kommt her. Nein! Dankeschön. So. Hallo, gib mir das. Hau ab und gib mir das. Gib mir das, gib mir das. Verabschiedet euch von der tollen blauen Rüstung. Oh, die rote Rüstung. Sie schützt dich noch besser als die blaue. Jetzt haben wir eine lila Kappe. Und eine rote Rüstung. Und damit haben wir schon ein bisschen was erkundet. Und wir haben alles. Okay, Karte und Kompass hier, aber jetzt im Großen und Ganzen alles.
alles. Wir haben alles. Nein. Da möchte ich nicht wieder lang. Dankeschön. Tut gut, wenn man alles hat. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin wieder hier unten. Das heißt, hier gibt es immer noch viele Räume, die ich noch nicht erkundet habe. Hier links, nochmal links und dann hoch zum Beispiel. Wir schauen uns um. Ist eh das letzte Mal, dass wir hier sind. Da wollen wir uns doch ein bisschen umschauen, huh? Also, hier hoch zum Beispiel. Genau, ich erinnere mich. Hier haben wir ganz viele Kisten. Mit Kohle und Pfeilen und Bomben und noch mehr Kohle. Gut. Das war immerhin schnell erkundet. So, dann war jetzt hier in diesem Raum rechts lang. Genau, das ist diese verschlossene Tür. Und da gibt es die Karte. Hallöchen. Dann können wir uns jetzt mal umsehen. Ganz unten, den Stock haben wir erkundet. Hier gibt es noch einige Räume. Das war nur dieses Erdgeschoss und dann geht es hoch. Ja, das ist noch ein bisschen was. Nicht ganz so super wenig, ne? Wir haben die Karte. So, was war jetzt eigentlich hier? Will ich unten lang? Unten, nee, bla. Ach Gott, das war der Teleporterraum. Dort war noch was aufzusprechen. Ja, ja, ich glaube, ich muss doch noch dort lang. Nee. Ach, ich krieg's einfach nicht hin. Es geht einfach nicht. Ich muss es einfach wegbomben. Geht nicht anders. So. Mein Magievorrat ist extrem niedrig. Okay, dort war dann erstmal hier wieder rüber mit dem Enterhaken und dann war in diesem anderen Raum mit den vielen Teleportern, war links eine Wand zum Aufspringen. Nur gut, die Kiste ist ja eh schon hier. Wie komme ich an die ran? Da links, seht ihr es? Gehe ich einfach nur nach links, ne? Dann komme ich hier links raus und dann gehe ich hier links lang. Dann komme ich aus dem hier raus, das macht Sinn. Da gibt es viele, viele Schalter. Ein Wurm und eine Qualle. Welcher Schalter ist echt? Lalalala. Oha, gefunden. Und Kisten. Ich brauche den Text nicht zu sehen, verdammt. Ich weiß, was eine Bombe ist und jetzt sehe ich ihn nochmal. Ich werde wahnsinnig. Schade. Nicht so toll, wie man vielleicht gedacht hätte. Ja, jetzt muss ich so oder so durch die Teleporter weiter. Okay, ich könnte doch den Spiegel nehmen, aber ich bin so durcheinander da. So, wo lang will ich denn überhaupt? Ich würde, wenn ich hier rechts oben rauskäme, wo käme ich dann hin? Nirgendwo. Okay. So, also ich muss eh hier ganz nach rechts einfach nur. Dafür muss ich hier unten ganz links unten den nehmen. Na, hallo? Schub, 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 schub. Mit einem Schlag. Was hatten wir in Heras Tor noch Probleme mit denen? Hm? In dem Raum war ich noch nicht. Ah, das ist jetzt der Raum wieder. Okay.
Und da rechts unten raus war ich noch nicht. Gehen wir dorthin. Hallo, Feuer. Aua, Feuer heiß. Okay, schaut wohl aus, als könnte man dort nur rauskommen. Dort links oben hoch an der Kiste vorbei, dann ganz nach rechts und dann runter. Insofern die Tür dort noch offen ist, aber ich fürchte, das ist sie wohl nicht mehr. Doch, das ist sie. Oh, cool. Weiß zwar nicht warum, aber ich find's gut. Nein, 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 stirb. Ein bisschen Magie und mein letzter Schlüssel. Oh nein, das war ja das hier, ich erinnere mich. Egal, Schlüssel verbollert. Miep, miep, ouch. Ah ja, ich muss ja hier. Gut, dass das bisschen Magie dort ist. Ich bin schon wieder hier. Aber die Tür ist noch offen. Warum nehme ich nicht einfach... Ja, genau, das war das. Da hat die Hand mich gekriegt. Oh nein, hier ist die Hand unterwegs. Ich muss mich dran erinnern. Was? Ah, das ist jetzt dieser eine Raum. Genau, von dem ich eben gesagt habe, hey, hier war ich noch nicht. Das ist gut. Jetzt weiß ich nämlich, wo der ist. Bombe. Aua, Schmerz. Toll. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Ist ja auch geil. Meinst du, ich krieg dich nicht, ne? So, jetzt brauchen wir leider nochmal ganz viel Magie. Finde ich uncool. So, ich mach mal die Gegner. Oh, ja, nein, 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 nein. Schon wieder im Moment nicht dran gedacht. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich bleib nie wieder stehen. Nie wieder. Immer laufen. Wichsding. Autsch. So, wie machen wir das? Ich würde gern runter. Ah, ich muss schon wieder niesen. Wo ist mein Mikroknopf? Ah, was habe ich denn? Vielleicht bin ich allergisch gegen die Hand. Das könnte natürlich sein. So, wo lang laufe ich denn jetzt? Ich fange dann dort unten an. Gehe hier hoch. Dann kann ich mit dem Laufband schnell hier lang. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das bedeutet, wir fangen an, indem wir... Eins, zwei, drei und vier. Jetzt ist unten offen. Hoffentlich bleibt das jetzt auch alles lang genug. Hau mal ab. Schnell, 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 schnell. Nein! Okay, fangen wir oben an. Dann fangen wir eben oben an. Also. Nein! Eins. Nein, das ist dumm. Zwei. Drei. Vier. Juhu. Okay, ganz neue Räume. Orientieren wir uns erstmal. Ich wäre dort links drin noch überhaupt nicht gewesen, aber jetzt muss ich wohl eh gleich wieder dort herkommen. Hallo Mumu. Tja, wie können wir den Schalter jetzt betätigen? Okay, machen wir es andersrum. Wir können auch einen unserer tollen Blöcke einfach dort hochfahren lassen und den dann, zack, explodieren lassen. Und das gleiche können wir dann nochmal tun. Und zack. Und Magie für mich. Was gibt's hier? Kisten, nochmal Kisten, 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 Kisten. Hau mal ab. Der Kompass, hallo. Der hat mir noch gefehlt, im wahrsten Sinne. Gut. Tja, von dort unten herkommen sieht wohl auch nicht so toll aus. Möglicherweise wäre das doch so ein mach erstmal alle Gegner tot Raum gewesen. Dort in dem ganz großen mit den unsichtbaren Laufbändern. Hm. Gehen wir erstmal hier lang. Die Tür will ich nämlich auch noch ansehen. Du, 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 du.
Okay. Nein! Fick dich! Oh, wow. Hau ab, Mann! Wo kann ich denn? Ja, hier kann ich. Das hat mir jetzt gebracht, was? Hör doch auf! Lass das doch bleiben. Aha. Ich möchte wissen. Dünn? Okay. Seltsam. Ich höre so ein Feuerding. Dreckshand. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt weitermachen soll, aber ist mir auch gerade mal irgendwie scheißegal. Ich habe eigentlich alles. Wisst ihr was? Ich habe hier alles.